Ich laufe bis dahin und mach schon mal die Nachtschatten weg. Ah, da ist er. Boah, ne, hat er nicht auch immer so kleine Mini-Scheiße gespawnt? Wer? Der muskulöse Slate hier. Keine Ahnung, ich glaube auf jeden Fall, dass der auch nicht so ganz ohne war. Ich glaube, ich hau mir mal Angriff und Verteidigungspot rein, oder? Ja, mach ich auch. Hätten wir vielleicht gerade auch machen sollen bei dem Todesritter. Irgendwann wird es auch einen Versuch 2 geben. Mit Map-Bosse. Werden wir mal einen Versuch. Ja, wo dann alle equipped. Was? Plus 10 und plus 15 haben und so. Nee, aber ich glaube mit ein paar mehr Leuten. Oh. Okay. Ach, nee. Warte. Angriff, Verteidigung. Warte, du bist da? Ich bin da. Meinst du, dass er so in der Mitte bleibt? Ja. LOL! Ja, haut ab! Piss Alter, wie wir aussehen. Jetzt denk ich mal zuerst. Okay, der macht wenigstens nur 300 Damage. Den schaffen wir easy going. Der spawnt gleich noch scheiße. Der Todesritter war viel schlimmer. Der spawnt bestimmt keine Scheiße. Der spawnt scheiße. Nein, der spawnt vielleicht Viecher, aber keine Scheiße. Der spawnt scheiße. Ich sag, der spawnt nix. Okay. Wie viel wetten wir? Ich weiß, dass der manchmal was spawnt, aber muss ja nicht sein, dass der das immer macht. Ja, stimmt. Okay. Ja, ist scheiße, ne? Der spawnt ziemlich viele Scheiße. Oh, Perle, meine. Boah, Alter, die kosten 400 Gold. 400 Gold. 20 sogar. Glaube ich, im Kopf zu haben. Hm? 420, glaube ich, im Kopf. Ja, schon, aber, ne, scheiß drauf. Oh, schon wieder. Der spawnt nix. Ich hatte gerade keinen Massenskill frei, ich musste mal ein bisschen rennen. Ich hab mich verklickt. Na okay, der kann jetzt wirklich nicht so es viel. Es gibt Viecher, die viel Damage machen und nichts aushalten und das hier. Ja. Kein Damage und viel aushalten. Also da war der Todesritter eine andere Nummer. Okay, der greift auch schneller an. Und Todesritter. Aber welches Level war eigentlich gerade der Lancer? Und der hier war 63. Vielleicht war der Lancer ja sogar stärker. Wer weiß. Also vom Level her. Die heißen übrigens nicht Lancer, die heißen Lander. Oder Länder. Echt? Mittlerweile heißen die auch im LDT Todesritter. Mittlerweile heißen die auch im LDT Todesritter, aber. Echt? Ja, haben die ja irgendwann mal umbenannt. Genauso wie die den WK-Buff. Genauso wie die den WK-Buff von Kreisfliegen zu Boomerangwurf geändert haben. Das hat sich vorher viel geil angehört alles. Ihr Kreisfliegen hieß das, Kreisfliegen. Ja. Habe ich nicht Kreiswurf gesagt? Keine Ahnung, scheiß drauf. So, Berghöhle. Pfannenwald. Nein. Stachelbäume. Gut. Welche Berghöhle? Keine Ahnung, 4 nicht. Oh, es fängt an zu regnen, ja. So, kurzer Cut gewesen. Wo fährst du hin? Hier ist doch auch eine Berghöhle, oder nicht? Ja, nee, hier ist Laboreingang, ne? Tja, Berghöhle 4 warst du, oder? Berghöhle 4 war ich gerade, ja, die da oben. Ja, cool. Das ist aber noch eine andere Map. Vielleicht ist der ja auch nicht im östlichen, sondern im westlichen Krim, ne? Ja, das kann natürlich auch sein. Muss ich dir mal gucken. Oh, ja, hier. Warte, was ist das? Jetzt bin ich wieder rausgegangen. Hä? Direkt, wenn ihr hier in das erste, Berghöhle 2, Stachelkönig, Stachel. Was? Satellitenboing. Genau, Satellitenboing hieß der. Welche Berghöhle denn? 2. Okay. Direkt die erste nach, wenn er. Ja, hab ich gerade gesehen. Bin schon dran vorbeigeflogen. Okay, wenn der im westlichen Krim ist, wird er nichts können. Level 58. Ja, das sagt ja auch voll was aus. Ja, stimmt. Hat aber auch nicht wirklich Buffs, also Debuffs. Ja, aber gute Resis. Ach, nix kann die Hure. Macht 500 Damage. Hält aber halt viel aus, wir machen dem nur ein paar Damage. Oh, 2K mit Crit. Ja, der hat halt 80% überall. Ja? Ja, und der zieht MP. Oh. So, was war das denn? Das sah voll geil aus. Und der verringert deinen Fernangriff um 55%. Oh. Irgendwann fressen die Eledown. Auch wenn ein Bax ist. Wäre jetzt voll geil, wenn er bekommen hätte. Alter. Haben wir machen jeweils nur 1,6k Damage. Hat einer von uns schon mal gekrittet? Ja, ich jetzt gerade. Ich jetzt auch. Du jetzt wieder.
Boah, ist das ätzend. Voll der geile Skill, hast du gerade gesehen, wenn er so einen Kreisel macht, so. Was? Ja, dieser, hast du nicht gerade die Animation unter ihm gesehen? Nö. Das sah voll geil aus. Bin sogar eigentlich voll scheiße, aber für das Spiel voll geil. Lass mal warten, der soll nochmal machen. Ja, aber schon macht er wahrscheinlich nicht nochmal. Ja, ich seh's ja im Video. Oh, eine verständige Muschel. Gegeben. Eine unvollständige Muschel, was will ich denn damit? Ich kriege hier nur R4 Muscheln, Alter. Gib ja, ich habe jetzt auch gerade R4, das ist die erste Muschel, die ich hier überhaupt bekommen habe jetzt. Gib Maria 7. Ficke dich. Ja, übrigens Muschel, der kotzt mich immer noch an, letztes Mal. So eine perfekte Muschel R7. Letztes ja, da hättest du locker viel Kohle für verkauft bekommen. Hab, da hättest du mega viel Kohle für wert. Was? Die Muschel, die ich so billig verkauft habe. Ja, da hättest du mega Kohle für bekommen. Ja. Wo fährst du hin? Zu dem anderen Gipfel des Krems, gucken, ob da was ist. Ja, warum? Auf dem einen Gipfel des Krems hast du beide Gipfel gesehen. Stimmt, auf der Map. Ja. Okay. Ja, ne, ist das Labor. Boah. Da verkacken wir. Den schaffen wir nicht, den Castra. Den schaffen wir wirklich nicht. Der ist härter als der Todesritter. Sicher? Vom Damage her schon. Oh Gott. Und ich glaube nicht, dass ich mich gerade vertue. Du vertust dich. Ab zum düsteren Pfad. Nee, wir verrecken allein schon wegen den Mobs da. Ja, wahrscheinlich. Die haben ja alle kein Element, wenn ich das richtig hab, ne? Mhm. Hä? Ja. Alter, wo fliege ich hier hin? Boah, bin ich verpeilt. Guck doch auf die Map. Ja, ich hab auf die Map geguckt, aber nicht auf mich. Ich hab die ganze Zeit auf dich geguckt, wo du hinfliegst. So, jeder gibt sich selber Buffs, ist klar. Fick dich. Oh, erstmal falsch fliegen. Ja. Wozu fliegen wir überhaupt dahin, ey? Um zu sterben. Ja, eben. Noch einmal sterben und ich hab einen scheiß Ruf. Was kostet so ein Trank der Würde eigentlich? Keine Ahnung. Nicht viel. Mach ich eine Nebenquest und dann lobt das wieder. Ja. Lol. Das gebe ich bestimmt nicht aus. 123k. Lol. Hier ist ein Typ. Soll vorkommen. Lol, auf dem Channel. Ja, aber das ist der Typ, den wir vorhin auch schon von der Dungeon getroffen haben. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Warte mal, ich bin gerade ein bisschen zu verpeilt. Genau. Zu verpeilt, um durchs Labor durchzublicken. La, 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 la. Hier hinten müsste doch der Porter sein, oder? La, 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 la. Fliege ich richtig? Ja, ich fliege richtig. Ich habe hier schon mal ein bisschen aufgeräumt, also du kannst einfach durchlaufen. Ja, ich habe hier schon mal was aufgeräumt. So, der Typ ist nicht da, oder ist der irgendwo anders auf einer Map? Der ist weiter hinten. Oh Gott. Der ist in der letzten Map, wo man nur im Kreis laufen kann. Ach da. Da, wo die ganz scheißen Mobs sind. Boah. Ganz scheißen Mobs. Ganz schlimm, Mobs. Oh, hier ist alles frei, der Typ hat ja schon aufgeräumt. Toll, das heißt, wenn wir den gleich angreifen, spawnt auf einmal alles. Ah ne, ist ja noch gar nicht die Map. Ich glaube 3 ist das letzte. Ja, ich sehe gerade so eine 2 durch die FPS-Anzahl durch. Alter, sind das immer Mobmassen, ey. Zombies. Wenn die nicht so scheiße wären mit diesem ekelhaften Effekt, dann wäre das voll geil, ja bestimmt zu farmen und so. Ja. Ist es ja auch so. Nee. Soldier. Ah ja, hier ist er. Der Typ ist Level 73, der droppt hier voll gut Engelsfedern und so. Mhm. Oh. Wie kam man nochmal dahin? Wo war der Teleporter? Ganz unten oder? Was? Ja, wo, wie kam man nochmal in die Mitte? Ein Teleporter. Ja, wo ist der? Ganz unten der Teleporter oder wo? Stimmt, der Boss ist in der Mitte. Komm mal mit. Ganz unten, ne? Komm mal mit. Okay. Die hier Mobs hier sind ja alle. Ne, doch nicht, das sind gar nicht die blöden Mobs. Nur hier die hier. Nur die schlürfenden Zombie-Wachen sind scheiße. Ja. Die anderen hier sind voll geil. Schlürfenden. Zum Farmen. Schlürfenden. Bekomme erstaunlich wenig Damage. Aha.
Meine Pots sind jetzt gleich weg. Scheiße. Ich hab auch neue reinzutun. Dann ist, glaube ich, auch so eine Map, wo dir mehr als 5 Leute hinterherlaufen können, oder? Nein, nein. Oh. Komm schon. Ja. Fick dich. Mini Castra, ja. Aber wenigstens Schatten. Okay. Boah. Ich dachte, der greift mich gerade an, aber der hatte nur so eine Animation um sich rum. Muss man das eben kurz Rechtsklick auf den machen. Der macht nicht wirklich, der macht keine Buffs. Ja, aber der macht diesen Angriff, wo der diesen Blitz von oben kommen lässt. Ach so. Und der macht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Hardcore Damage. Okay. Lass erstmal kurz vollladen, bitte. Greif du mal zuerst an. Meine Pots sind gleich weg. Baby. Die sind schon weg. Ich meine, dann ist nix. Boah, Alter. Herumwandelnder Geist wird gleich nicht auf einmal Argo, wenn wir den angreifen, oder? Mhm. Ja, voll viel Damage und. Der hat mein Kostüm getroffen. Achso. Lol. Der geht doch voll klar, oder? Ja. Alter, Mist. Wie er nur. Wie die ganzen Bosse nur auf mich gehen. Du hast doch zuerst angegriffen. Wie kannst du nur? Ja, deine greif mal bitte zuerst an. Haha, renn halt rein. Aber ich meine, der kann noch eine andere Attacke. Einfach nur so ein Blitz von oben. Wir dürfen nicht so nah aneinander stehen, dann trifft er uns gleichzeitig. Ja. War mein Ziel. Lol, ja, was war das? Was war das? Gas? Also ich habe echt in Erinnerung, dass der eigentlich einen Skill hat, der Hardcore Damage macht. Okay. Ja, der Boss vom Raid hat einen so einen Skill. Ja eben, und den hat er doch auch. Sicher? Ja, oh, mein Kostüm kannst du öfter treffen. Also ich bin mir nicht sicher, weil ist ja gerade nicht. Naja, easy going. Wasser. Der Saat bekommen. Hier, schenke ich dir. Schön, freu mich. Ja. Du Mongo. Das ist aus Spaß. Naja, Bullshit. Mal rein theoretisch. Wenn wir jetzt bis Akt 3 alle Bosse schaffen sollten, was nicht passieren wird, ne? Nein. Nein, aber wenn das so wäre, würden wir dann in Akt 5 weitermachen. Und die Kommandanten killen. Ach, die Kommandanten? Zählen die als Map-Bosse? Weiß ich nicht, die werden nicht so grün auf der Karte angezeigt. Nee. Ich weiß, was noch grün angezeigt wird. In Akt 4, die Kangpen-Könige. Dein Ernst? Ich weiß, dass die mega low sind. Ah nee, du meinst die in... Nee, die sind so low, sind die gar nicht. Doch? Nee, nicht wenn alle 4 Mobs. Ja. Ja, wenn schon, denn schon. Ne, warte auf mich, nein! Du bist ne Mongo. Zick dich. Ma, ich hab gedacht, der Typ hat hier aufgeräumt. Nein, es ist nicht eine Map, wo dir mehr als 5 hinterherlaufen, so wie LDT. Ah. Das riecht mich so auf, wenn ich in Akt 5 Silbermünzen farm, ne? Hä? Achso. Die sollen mir einfach alle hinterher rennen. Ja, das ist echt. Manchmal ja, greifst du dann einen an und dann fängt der letzte an. Was? Bushi. Ja, die recken bei mir, ich hab kein gutes. Bushi Level 84 oder so kostet 3 KK. Ja. Ja. Das ist voll viel. Weißt du, wo der nächste ist? Boah, keine Ahnung. Hauptsache, wie wir uns so die Panik vor Labor gemacht haben, ne? Ja, der du hast vor die Panik gemacht. Du auch. Nee. Doch. Nee. Doch. Labor kann nichts. Was ist das hier? Ach ja, ist für so eine Quest. Ma. Fick dich. Aha, tschüss. Ich hatte da gerade so einen geilen Dialog. Wie viel HP hast du eigentlich?
Momentan 16,3k. Oh, 15,7. Am meisten habe ich mit WK-Buff im Gunner. Okay. 17,8 oder so. Oh nö. Oh nö. Wieso kein Damage machen? Fick dich! Klasse. Lol, ich drop hier mit dem Level noch Engelsfedern. Das ist ja mal eine Überlegung. Ich hab die gedroppt wahrscheinlich. Das ist ja mal eine Überlegung wert, oder? Könnte man ja mal machen, hier zu farmen. Ja, eigentlich farmt man hier nur Glibber. Das habe ich nie gemacht. Ich habe mir die Scheiße gekauft. Gerade als Ringe? Ja. Habe ich auch. Ohne Spaß, Glibber farmen, ne? Das ist das Schlimmste. Boah.